feuriger Pfad. Ich glaube, hier sind fast nur Feuer-Pokémon. Da müsste auch dieses Kameron. Genau, das hier müsste hier vorkommen. Kamaup, genau. Aber das ist beim Morabel ja jetzt nicht wirklich das Problem. Und selbst wenn ich Aquaknarre gleich aufbrauche, habe ich noch einen AP-Auffüller mit. Das heißt, das ist jetzt nicht so das Riesenproblem. Ich werde mir auch gleich vielleicht aus den Kämpfen flüchten, wenn, ja, okay, es gibt jetzt noch einigermaßen ausreichende EP, aber geil ist es auch nicht. Oh, wir brauchen jetzt Stärke. Das ist auch geil, Quirtle. Wie einfach aus jeder Körperöffnung Dampf kommt. Wir werden gleich ein Pokémon brauchen, was Stärke erlernt hat. Und ich glaube, Stärke werde ich einfach meinem Morabel beibringen. Das müsste nämlich gehen, wenn ich mich nicht irre. Hier brauchen wir nämlich Stärke. So, Beutel. Stärke. Können die alle erlernen, aber Morabel hat noch eine Attacke, die ich nicht brauche. Und zwar Geduld. Ich habe nämlich eh keine Geduld, daher, ne, braucht er auch keine Geduld. Ein Pokémon kann diesen Felsen vielleicht bewegen. Ja, richtig. Nämlich mein Morabel. Ah, da brauche ich erst einen neuen Arena-Orden. Komme ich hier in eine Stadt, wo der Orden nämlich ist? Oder? Oder wie ist das? Da brauche ich den Orden. Welchen Orden? Ist noch die Frage. Aber wir können erstmal gucken, wo wir am Ende des Tunnels rauskommen. Da ist nämlich ein Licht am Ende des Tunnels. Haha. Okay. Reicht da mit den flachen Witzen, würde ich sagen, für heute. Wo kommen wir aus? Ich weiß es nicht, echt nicht. Okay, kenne ich jetzt gerade hier nicht. Phragia-Beere. Bevor ich das mit den Beeren jetzt hier mache, werde ich trotzdem erstmal... Loti entwickelt sich auch ziemlich spät, auf dem ziemlich späten Level erst, aber ich werde es trotzdem entwickeln lassen. Oh, er hat auf dem vorigen Pfad heiße Pokémon gefangen, das finde ich gut. Die macht mein Morabel dann nämlich sowas von heiß. Naja, kalt, besser gesagt. Hitzkopf Moritz und Aroma Lady Melissa. Kamaup ist natürlich nicht das Pokémon, was mir etwas anhaben kann, aber Knilz schon eher. Machst mal Naturkraft. Hoffentlich kommt da jetzt Erdbeben raus, das hätte was. Schneckmack. Hoffentlich Sternschau auf Knilz. Das war so. Oder trifft das beide? Okay, trifft beide, aber. Oh Gott, oh. Gut, dass es Megasorge auf das Pokémon gemacht hat. Alter, ich muss das Pokémon gerade dringend besiegen. Scheiße. Versuch's mal mit Stärke. Und hier mal mit Absorber. Was war. Wobei, Pflanze gegen Pflanze ist behindert, oder? Ja, glaube ich schon. Blitz. Wobei, meins ist gar nicht Pflanze, meins ist Wasser, oder? Ah, ne, meins aber eine Pflanzenattacke, macht auch keinen Sinn. Erstauner. Ne, versuchen wir trotzdem mal eine Naturkraft. Ich will dieses Knilz jetzt möglichst sauber. Möglichst schnell wegbekommen und das ist mir sogar gelungen. Jetzt kommt wahrscheinlich noch eins davon. Roselia. Kann das auch, diese Saugerattacken? Naturkraft wird zu Sternschauer. Smog. Ich bin mir da nicht sicher, ehrlich gesagt. Roselia die auch kann, deswegen versuche ich es erstmal aufzumischen mit meinem Morabel, was soweit klappt. Stärke ist nämlich eine ziemlich geile Attacke. Und Sternenschauer. Und Gähner. Mein Pokémon ist etwas schläfrig. Aquaknarre habe ich noch häufig genug dabei. Deswegen passt das. So. So, Loti ist Level 19. Mogelhieb.
Kann es auch, okay. Blitz, ne, Blitz will ich aber... Ne, dann will ich eigentlich nichts verlernen. Oder? Stärke 40, Genauigkeit 100. Ist besser als Erstaunen, aber dafür auch nur eine normale Attacke. Ne, Mogelhieb können wir einen anderen Pokémon... beziehungsweise kann ein anderes Pokémon. Das muss dann reichen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, vielleicht war es jetzt ein Fehler, aber ich bin mir da auch nie so genau sicher. So, sorry, ich muss mal gerade kurz eine kleine Bärenorgie machen. Persifbeere. Allein diese Meldung, der Boden ist wieder weich und lehmig, ne? Könnte ich die schon verklatschen, weil das sehe ich doch, dass der wieder... dass der wieder frei ist. Das heißt das ja eigentlich nur. Persifbeere, Phragia-Beere. Ja. Erstmal gießen. Die Pflanze scheint sich zu freuen. Jetzt kommen mit zwei Persifbeeren insgesamt mit zwei Phragia-Beeren. So. Oh, erstmal gießen. Natürlich ganz vergessen. Phragia-Beere. Ja, die möchte ich gießen. Wenn ich an ganz viele Orte inzwischen zurückkomme, werden da ganz viele Beeren sein. Das freut mich. Bin ich hier schon in einer neuen Stadt oder? Ne, Route 111. Ach, jetzt bin ich oberhalb von der Wüste. Aber der Sandsturm ist wieder zu stark. Und da ist auch ein Trainer, wusste ich gar nicht. Was denn für einer? Oh Gott, so einer. Wie heißt der nochmal? Ass-Trainer Pascal. Fritzeblitz. Morabbel gegen Fritzeblitz ist immer ein gutes Duell, um jemandem zu zeigen, dass er kein Ass-Trainer ist. Beziehungsweise einfach ein scheiß Pokémon erwischt hat. Gegen mich. So. Sieht mir ganz danach aus, als würde Weilmer. Okay, wechsle ich jetzt mal nicht, denn... Ja doch, da war... Na, probiere ich auch mal eine Bodenattacke. Sieht ganz so aus, als würde Morabbel noch in diesem Kampf die 100, die 29 erreichen. Und zwar jetzt. Danke. Makuhita. Okay, wechsle ich erstmal nicht. Wie ist denn Boden gegen Kampf? Weiß ich ehrlich gesagt auch schon wieder nicht. Ich vermute einfach neutral. Okay, reicht auf jeden Fall, weil mein Pokémon einfach schon ziemlich stark ist mit Level 29. Das war also ein Ass-Trainer. Ja, Pascal, dann habe ich die mal eingetragen, ne? Oh, wer ruft an? Ja, Igor. Wer ist Igor? Okay, ich habe gerade keine Ahnung, wer Igor ist, aber das muss ich. Ist auch nicht so wichtig. Sauber, habe ich gerade die TM bekommen, womit ich mir in so einem Baum... Sauber. Geheimpower. Nice. In steinigen Wänden einen die Einkerbung haben. Ja, das ist echt nice. Man kann sich eine eigene Basis einrichten. Wobei man dafür natürlich erstmal die Attacke irgendeinem Pokémon erlernen muss. Aber das werde ich bei einem Pokémon machen, was ich nicht brauche, sage ich mal, was sinnlos ist. Das ist keine Trainerin, ne? Nee. Himmibeere, okay. Ja, ich streng mich super an. Ja, toll, die hat mir eine Himbeere gegeben, von der ich hier 6 Stück bekomme. Das ist ja echt sinnvoll. Ganz toll. Himbeere bringt natürlich gar nichts. Aber ich werde sie trotzdem wieder hier pflanzen. Und sie gießen und hegen und pflegen, was auch sonst. Die Pflanze scheint sich zu freuen. Woran sieht man, dass eine Pflanze sich freut? Vor allen Dingen, wenn sie gerade noch unter der Erde ist, weil da einfach nur ein Haufen Dreck liegt.
Boah, es macht einfach, also ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, es macht so viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Es macht mir unglaublich viel Freude, es macht mir gerade mehr Freude als FIFA und das heißt echt was. Weil mir FIFA trotz, also auch in Zeiten, wo ich irgendwie viel verliere, es macht, FIFA macht mir immer Spaß. Aber es ist was anderes gegenüber Pokémon Smaragd. Was habe ich jetzt gerade bekommen? Siegelbeere? Himbeere. Ja, jetzt kommen hier trotzdem noch zwei Himbeeren rein. Dann sind hier halt überall Himbeeren. Ich meine nicht Himbeeren. Dafür ist ein M, ein I und ein H zu viel. Habe ich die jetzt nicht schon gegossen? Ja. Jetzt habe ich sie zweimal gegossen, aber das macht ja nichts. Sinelbeeren. Ich glaube, das sind sogar welche von den Sünden von Nützlichen. Aber es ist egal, ich werde jetzt trotzdem eine Himbeere hier einpflanzen. So. Und sie gießen. Und hegen und pflegen, aber gut, das sagte ich schon. Ich brauche endlich ein Pokémon, was fliegen kann. Einfach so, weil es gut ist. So, dir lädt mein Pokémon, glaube ich, wieder auf. Das ist ein Häuschen, an das ich mich auch erinnern kann. Boah, ohne Scheiß, wie gut ich bin ich einfach. Der Fernseher leuchtet. Das heißt, da ist das Interview mit mir, glaube ich, drin. Also einfach mal so ein Pokémon-Center in freier Wildbahn, so ungefähr. Nicht nochmal. Meine Pokémon sind nicht immer noch müde. Was ist das? Übrigens habe ich zwei Männlein und zwei Weiblein, kann das sein? Jupp. Interessant. Auf der Suche nach Trainern. Pia, hallo, heute besuche ich ein Gebiet in der Nähe von Route 111. Wir versuchen ein neues großes Talent zu finden. Unsere Kameraroute auf dem Trainer Julian. Etwas in diesem Trainer hat unser Interesse geweckt. Die beste Art, das Können des Trainers festzustellen, ist, gegen ihn zu kämpfen. Und das haben wir gemacht. Und so endete schließlich der Kampf gegen Julian. Seine dominierende Vorstellung schlug uns vernichtend, zerknüllte uns und warf uns weg. Julian ist einfach unglaublich stark. Gehen wir etwas näher auf den Kampf ein. So geht mein ganzes Selbstbewusstsein dahin. Die Folge unserer Entdeckung, wir wurden geschlagen, bevor wir überhaupt eine einzige Attacke einsetzen konnten. Doch, allein das macht die Kämpfe von Julian schon sehenswert. Ich fordere mutige Trainer auf, sich mit Julian zu messen. Nach dem Kampf baten wir Julian um eine kurze Stellungnahme. Der Trainer sagte, Ratsch. Die Pokémon Makuhita und Krakelo von Julian und Ratsch. Sehr tiefsinnig, da liegt ein tieferer Sinn in dieser Aussage. Kein Wunder, ein bedeutender Trainer wird auch bedeutende Worte sagen. Das war's für heute, bis zur nächsten Sendung. Also das kommt dabei raus, wenn man gegen Pia und Kai, oder wie hieß die? Naja, auf jeden Fall gegen Pia antritt und ihren Kamerafuzzi. So, hier kommen wir her. Ein Trainer! Irgendein Schauspieler oder sowas? Ein Ass-Trainer, okay. Mit drei Pokémon. Wingull. Hoffentlich ist Stärke nicht Bodenattacke. Nö, ist eine normale Attacke. Damit kann ich die anderen Pokémon schon ziemlich durcheinander wirbeln. Wie gesagt, gerade da ich Level 29 schon bin, das ist ziemlich viel. Nö, werde ich nicht wechseln. Wenn Roselia für mich natürlich gefährlich werden kann, wenn zum Beispiel Stärke daneben geht. Oder nicht alles abzieht, aber das glaube ich nicht. Ja, Volltreffer und ich glaube, es hätte auch ohne Volltreffer alles abgezogen eventuell. Kamaup, umso besser. So. Kamaup, wie gesagt, die zweite Entwicklung finde ich echt cool, Kamerupt. Ich finde allgemein fast alle Feuer-Pokémon cool. Außer Schneckmeck oder Schneckmack. Und Schlurp oder wie die heißen, keine Ahnung. Noch ein Ass-Trainer in meinem Pokémon. Pokonaf-Verzeichnis, so. Route 113, ach ja, jetzt kommt diese Stelle hier. Die bringt mir noch nichts, die Stelle. Ich werde jetzt das einsetzen, und zwar Schutz. Weil ich jetzt keinen Bock habe, hier... Das ist nämlich eine ziemlich lange Strecke, die man jetzt hier durchläuft. Und ich erkläre euch noch gleich den Sinn, dass man hier öfters später noch Schutz einsetzen wird. Nämlich man sammelt diese Asche, die man hier, wo man drüber geht, die sammelt man auf. Vulkanasche, genau. Und die braucht man später, also beziehungsweise die braucht man nicht dringend, aber man kann sie halt aufsammeln, wenn man so einen Beutel später bekommt. Überall, wo man herläuft, und dann kann man die eintauschen gegen, ich glaube, Möbel. Und das ist ziemlich geil, weil, also hier die ganze Zeit drüber zu laufen, ist natürlich nervig, aber wenn man halt die Möglichkeit hat, da drüber zu laufen, ohne angegriffen zu werden, nämlich indem man einfach mit Schutz da so ein bisschen drüber rennt, ist das auf jeden Fall ziemlich geil. Denn irgendwann, nach, glaube ich, aber ziemlich viel rumrenne, bekommt man dann halt Möbel für seine eigene Bude.
Okay, da oben waren keine Beeren. Da oben, wo ihr diese Einkerbung im Feld seht, kann man auch mit dem Geheimattack oder wie heißt die jetzt, die ich vorhin bekommen habe, sich eine Basis machen. Schirmdame Saskia mit Kamau. Schade, dass Kamerup nicht da ist. Also, dass keiner von denen sich schon zu Kamerup entwickelt hat. Lass mal trinken. So, macht mich da schon zu Level 30? Ja. Sehr gut. Komm unter meinen Sonnenschirm, ich trage dich in meinem Pokénaff ein. So, wer sind meine beiden ersten Pokémon? Loti ist mein zweites. Ja gut, das ist ganz gut, denn ich habe jetzt hier einen Doppelkampf vor mir. Flo, wir beide sammeln Asche. Wir beide kämpfen auch mit Pokémon. Zwillinge, glaube ich. Ja. Pandir und Pandir. Okay. Oh, ich feiere es ja, wenn sich mein Loti... Ne, beziehungsweise... Ja, genau. Ich feiere es ja, wenn mein Loti sich irgendwann zu... Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Zu... Boah, ich weiß, auf jeden Fall weiterentwickelt. Denn... Das ist so geil, die Weiterentwicklung. Ich sage es euch. Beide setzen Finte ein, bei beiden... Fallon bringt das nicht so viel. Naturkraft. Erstmal die Pandiers besiegen, sagst du? Erdbeben, nice. Ach ja, shit, das mit dem Doppelkampf ist gar nicht so nice, weil dann nämlich meine eigenen Pokémon, die sonst noch drauf sind, mitverletzt werden. Und das ist etwas doof. Aquaknarre und der Erstauner zusammen müssen reichen. Ja, oder mit dem Volltreffer auch schon nur Aquaknarre. Lee und Flo. Zusammen sind sie Floli. Sozusagen. Okay, die wollen sich nicht eintragen in mein Verzeichnis. So, hier ist nämlich... Ist das da ein Trainer? Der da links rumsteht. Ich mache aus der Asche Glas und stelle daraus Items her. Hiermit kannst du Asche sammeln. Aschetasche. Ja, das heißt Aschetasche. Es ist sein Ernst, der Name. Aus der Asche erhebe ich mich. Kia, herausfordern tue ich dich. Hia. Ein Ninja. Ninja-Junge Eduardo. Murabbel. Smogon? Ist das Unlicht-Pokémon oder Psi oder irgend sowas? Weil Feuer ist es nicht. Keine Ahnung. Nö, da werde ich nicht wechseln. Ein Ninja-Junge müsste auch den Kader mal einsetzen, oder? Naja, nach dieser Folge mache ich jedenfalls erstmal wieder Schluss. Nach diesem Kampf meine ich. Und Smogon. Aquaknarre. Finale. Okay. Ziemlich mächtige Attacke. Okay. Besiegt sich aber auch selber. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Haut da mal rein. Ciao.